Hallo zusammen, Freunde fantastischer Romane. Heute möchte ich mit euch über einen neuen Robin Hobb-Schmöker sprechen, Die Tochter des Drachen. Wieder mal fast 1000 Seiten im Penhaligon Verlag erschienen und hier steht auch erstmal auf Deutsch. 2014 ist die Reihe schon erschienen, in dem Fall dieser erste Teil als Fool's Assassin, also der Meuchelmörder des Narren sozusagen, kann man das beschreiben. Und hier haben wir Die Tochter des Drachen. Es ist das Kind der Weizsäcker-Reihe, der erste Teil, der erste Band. Es werden wieder 3 Bände. Ich kann euch kurz einblenden, wie das dann vom Penhaligon Verlag sich vorgestellt ist. Das ist im Oktober 2019 kommt Die Tochter des Propheten und im Dezember 2019 Die Tochter des Wolfs. Ich bin noch nicht ganz hintergekommen, was dieser Titel bedeuten soll. Wer jetzt von wem die Tochter ist und ob das 3 verschiedene Töchter sind oder ob das eventuell nur eine einzige Tochter ist, aber verschiedene Aspekte dieser Tochter. Ich habe ja die Weizsäcker und auch die Erbe der Weizsäcker-Reihe von Robin Hobb auch gelesen. Alles Bücher von fast 1000 oder sogar über 1000 Seiten, also richtig, richtig dicke Bücher, in denen man immer über Fitzchivalric liest und diesem Charakter natürlich sehr, sehr nahe wächst. Deswegen war jetzt das Lesen des ersten Bandes der neuen Reihe so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich bin sehr, sehr gut reingekommen. Es war fast, als würde man alte Bekannte, alte Familienangehörige wieder treffen und über die neue Sachen hören. Deswegen war das erste Kapitel auch recht spannend. Fitzchivalric lebt jetzt als Tom Duxon Bless auf einem Gut Weidenhag, das er formal für seine Tochter Nessel, also seine geheime Tochter Nessel sozusagen, als Gutsverwalter führt. Und er lebt mit Molly dort zusammen, die sind sehr glücklich und es ist eine sehr schöne Einstieg. Hier wird beschrieben, was in dem Gut alles anfällt, was sie so erleben. Es wird wieder auch aus der Sicht von Fitzchivalric beschrieben und Fitz vermisst den Narren sehr, seinen Freund, und er vermisst auch seinen alten Freund Nachtauge, den Wolf, mit dem er verbrüdert war über die alte Macht. Fitz ist inzwischen schon 47 Jahre alt, also hat ungefähr die Hälfte seines Lebens oder sogar schon über die Hälfte seines Lebens, je nachdem, wie man die Lebenserwartung in den 6 Provinzen einschätzen will, also schon hinter sich gebracht. Was auffällig ist, er altert weniger stark als seine Frau Molly. Molly altert viel stärker, es schaut eher aus, als wäre sie seine Mutter, als seine Frau. Denn Fitzchivalric wurde ja in den früheren Bänden, es müsste in der Erbe der Weizsäcker-Reihe eigentlich gewesen sein, wurde er mal mit Gabenmagie geheilt. Und diese Gabenmagie wirkt immer noch, sodass sein Körper bestrebt ist, ihn jung und gesund zu halten. Und das merkt man jetzt langsam, weil seine Frau eben das nicht hat und sie immer älter wird und er nicht älter wird oder zumindest nicht so schnell älter wird oder immer jünger ausschaut. Und die Leute reden da schon drüber. Robin Hobb ist die Meisterin des Alltags. Sie erzählt einfach das ganze Leben dieser Figuren. Ich weiß auch nicht, wie sie das schafft, dass es trotzdem spannend ist. Also ich, wenn ich so ein Buch lese von Robin Hobb, möchte einfach Seite für Seite weiterlesen. Auch wenn oft gar nichts so Spannendes passiert. Auch hier in den ersten Kapiteln passiert eigentlich nicht so viel besonders Spannendes. Also es gibt schon immer mal wieder so Sachen, wie zum Beispiel, dass eine Botin kommt und Fitzchivalric aus irgendwelchen Gründen es nicht schafft, dieser Botin ihre Botschaft zu entlocken und die Botschaft anzuhören und die Botin dann ermordet wird. Aber es kommt überhaupt nicht raus, wer sie überhaupt ermordet, warum sie ermordet wird. Das verläuft alles so im Sande. Also so wirkliches Spannungspotenzial scheint dort nicht zu sein, aber es ist spannend genug, dass man wissen möchte, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie Robin Hobb das macht, aber sie schafft es. Bald wird dann ein Kind ein Thema, also Molly sagt, sie ist schwanger, obwohl sie eigentlich schon viel zu alt dafür wäre, schwanger zu sein. Und sie bleibt auch sehr lange schwanger. Also ich habe jetzt aus dem Buch nicht genau rausgelesen, wie lange, aber ich glaube so 1,5 oder 2 Jahre ist dann Molly schwanger. Und irgendwie denkt jeder, sie wird verrückt. Sie kann ja gar nicht schwanger sein. Es muss ein Irrglaube sein. Und tatsächlich bekommt sie dann doch ein Kind. Und dieses Kind wird dann Biene genannt. Das Kind ist sehr klein, schmächtig, wird immer unterschätzt, wird für viel jünger gehalten, als es ist. Und wir erleben jetzt, wie Biene aufwächst. So wie wir bei den ersten Teilen erlebt haben, wie Fitzchivalric aufwächst, erleben wir jetzt, wie Biene aufwächst. Hier haben wir dann die Themen Altwerden, Verantwortung aufgedrängt bekommen, für die Dynastie auf etwas verzichten müssen. Denn Biene ist ja offiziell auch eine Weizsäcker, weil der Fitzchivalric auch ein Weizsäcker ist.
Es ist die Frage, wird die Königin Anspruch auf sie erheben, auf ihr Leben erheben? Muss sie dem Thron dienen? Oder wird das, was Fitzcivarik sein Leben sozusagen versaut hat, in seiner Meinung nach, wird es an ihr vorübergehen? Muss sie das nicht machen? Wir erleben nämlich auch, das ist eine Besonderheit hier jetzt in dieser Reihe, die Kapitel nicht nur aus der Sicht von Fitzcivarik, aus der Ich-Perspektive, wie das sonst in den vorherigen Bänden immer war, sondern wir haben hier eine zweite Perspektive, die dazukommt, nämlich die Perspektive von Biene. Also ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn Biene alt genug ist, um sich wirklich Gedanken über die Welt und so zu machen, springen wir in ihre Perspektive und erleben dann teilweise im Wechsel ein Kapitel aus Fitzcivariks Sicht, ein Kapitel aus Bienes Sicht. Ich finde es ganz interessant, vor allem wenn man dann Sachen auch aus verschiedenen Blickwinkeln sehen kann. Und Robin Hobb macht das sehr, sehr geschickt, dass sie die Welt wirklich aus der Sicht dieser Person schildert, dass die Welt gefärbt wird aus der Sicht dieser Person und dass wir diese Person auch sehr, sehr gut verstehen. Also ich, so nervig für mich Biene war, weil Biene immer so selbstmitleidig und ach, die Welt ist so schlimm und ich kann das nicht und ich kann das nicht. Das war ziemlich nervig beim Lesen, muss ich sagen. Aber trotzdem hat Robin Hobb es geschafft, Biene so lebensecht und nah und nah an mich heranzubringen, dass ich mit ihr mitgefiebert habe und weiter über ihr Leben Bescheid wissen wollte. Es ist auch nicht ganz klar, welche Magie hat Biene geerbt? Hat sie von ihrem Vater Magie geerbt? Und wenn ja, welche? Offensichtlich hat sie nicht die Gabe geerbt, das kommt irgendwie raus. Die alte Macht hat sie irgendwie auch nicht geerbt, aber trotzdem hat sie irgendwie Magie geerbt. Sie kann zum Beispiel dann im letzten Teil des Buches, kann sie irgendwie mit Tieren kommunizieren, aber auch nur mit manchen Tieren. Sie spürt das irgendwie nicht immer. Sie kann eventuell in die Zukunft und in die Vergangenheit sehen, das ist aber auch noch nicht ganz klar. Sie hat so prophetische Träume. Vielleicht werden die ihr aber geschickt, vielleicht kommen die gar nicht von ihr selbst. Also das ist alles noch nicht ganz klar. Es wird auch im ersten Band dieser Reihe nicht ganz geklärt, welche Magie Biene denn jetzt hat. Aber ich denke mir mal, das könnte in den späteren Bänden noch geklärt werden. Ein weiteres wichtiges Thema hier in diesem Roman ist Verlust und Tod. Ich verrate jetzt nicht, welche wichtige Hauptperson stirbt in dem Roman, aber es stirbt eine wichtige Hauptperson. Und das ist natürlich ein sehr, sehr tragisches Ereignis, das immer wieder hochkocht und von Robin Hobb auch sehr geschickt in die Handlung mit eingebaut wird, sodass es auch glaubhaft ist und dass das die Geschichte nochmal lebensechter und dramatischer teilweise auch macht. Ich habe schon gesagt, dass Fitz Tochter Biene so ein bisschen nervt. Wer auch nervt, aber auf einer guten Art nervt, das ist Ungelitten. Ungelitten, da weiß man auch nicht genau, wo sie herkommt, wessen Tochter sie ist, aber Ungelitten scheint in Gefahr zu stecken und deswegen muss Fitzcivarik sie aufnehmen, auf Schades Wunsch hin. Vielleicht ist sie Schades Tochter, vielleicht auch nicht. Es wird alles nicht ganz klar. Ungelitten ist auf jeden Fall unglaublich unsympathisch und das ist sehr lustig. Also sie ist so von sich eingenommen als Hochdame. Sie möchte Luxus, sie möchte gut behandelt werden. Das Personal muss um sie herum schwänzeln und so weiter. Wunderbar dargestellt, sehr, sehr schön. Und so richtig ein Charakter zum Hassen und ein Charakter, der einen richtig nervt, aber auf eine sehr gute Art. Der Plot der Geschichte, der erscheint mir irgendwie größtenteils ohne Ziel. Er blättert so dahin. Es ist irgendwie ein Leben auf einem Gutshof, das da geschildert wird, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass der Plot irgendwie ein Ziel hat, wo man sagt, okay, das und das müssen die Hauptcharaktere erreichen und dann haben sie ihr Ziel erreicht. Das gibt es irgendwie nicht und trotzdem bleibt es spannend. Zum Ende hin wird die Spannung dann nochmal richtig erhöht. Zumindest die letzten 200 Seiten waren richtig, richtig gut. Durch einige Ereignisse, also ich möchte ja so wenig wie möglich in meinem Video spoilern, deswegen werde ich euch darüber jetzt auch nicht genaues berichten können, aber es gibt nochmal eine große Wendung. Oder vielleicht sogar zwei große Wendungen kann man so sehen. Und die ganze Geschichte wird nochmal auf den Kopf gestellt. Richtig überraschend, hätte ich so auch nicht erwartet, dass das noch kommt. Ziemlich gut, hat mir gut gefallen und das macht auch Lust auf dann die weiteren Teile. Robin Hobb hat an sich ja eine sehr intensive Erzählweise. Sie erzählt immer sehr detailliert, sie erzählt sehr lebensnah. Wenn sie zum Beispiel Aufzählungen ist ihre Spezialität. Wenn wir ein Dorf, beispielsweise ein Dorf sehen, und ein Dorf uns beschrieben wird, dann zählt sie die verschiedenen Geschäfte auf, die es im Dorf gibt. Denn die Leute auf der Straße, was machen die gerade? Was haben die für Tätigkeiten? Was haben die für Ziele? Diese Sachen werden sehr, sehr gut detailliert beschrieben und auch
sowohl realistisch als auch sehr abwechslungsreich beschrieben. Und das gefällt mir sehr gut. Also haben wir den Schuster, dann haben wir den Bäcker und so weiter. Also das sind jetzt plumpe Beispiele, die aus meinem nicht so detailfähigen Gehirn offensichtlich stammen. Also Robin Hopp hat da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet, diese mittelalterliche Welt der sechs Provinzen zum Leben zu erwecken. Ja, dass ich den Titel nicht verstehe, habe ich schon vorher gesagt. Ist es vielleicht Biene Weitseher, die die Tochter des Drachen ist? Aber eigentlich müsste sie ja die Tochter des Wolfs sein, weil ja sie die Tochter von Fitz ist. Und Tochter des Wolfs heißt der dritte Teil. Also ich bin mir unsicher, ob es wirklich dann jedes Buch auf eine andere Tochter anspielt oder ob das nicht vielleicht immer Biene Weitseher ist, die jedes Mal einen anderen Aspekt hat. Also einmal ist sie die Tochter des Drachen, weil sie vielleicht sich durchsetzen muss, dann ist sie die Tochter des Propheten, weil sie irgendwas mit dem Narren macht im zweiten Band und im dritten Band vielleicht die Tochter des Wolfs, weil sie da irgendwas mit Fitz Chivalric macht. Ich weiß es nicht. Also das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so ist. Am Ende des Buches hat Robin Hopp einen wunderbaren Kniff eingebaut, einen Spannungskniff, der einen unbedingt den zweiten Teil lesen lassen möchte, wenn man die anderen Bücher von Robin Hopp hat, weil wir erleben das Ganze ja aus der Perspektive von Fitz, also sozusagen wie ein Tagebucheintrag von Fitz Chivalric, so ähnlich zumindest. Und er schreibt dann am Schluss, nun begann, also nachdem diese ganzen Sachen passiert sind, die im ersten Teil passiert sind, nun begann die dunkelste Zeit meines Lebens. Und der Leser möchte natürlich wissen, oh, warum ist das jetzt so dunkel? Warum ist das die dunkelste Zeit? Weil wir kennen ja die anderen Bücher. Wir wissen, was bisher in seinem Leben alles so passiert ist. Und wir wissen, dass da schon ziemlich viele düstere, schlimme Sachen passiert sind, die wirklich, wirklich ganz schlimm waren. Und wenn jetzt die dunkelste Zeit seines Lebens beginnt, dann müsste es ja nochmal viel, viel krasser und viel heftiger sein, als das, was schon passiert ist. Und das erweckt natürlich im Leser, der die anderen Bände kennt, eine unglaubliche Spannung. Weil man fragt sich, was kann denn jetzt noch kommen? Was kann jetzt noch passieren? Was schlimmer ist als das, was damals schon passiert ist. Und das ist ein wahnsinnig guter Kniff, um Spannung zu erzeugen, der aber nur funktioniert, wenn man einerseits die anderen Bände kennt und andererseits die auch wirklich gut waren. Ja, wenn die nicht so gut waren, dann denkt man sich immer, die dunkelste Zeit, mein Gott, noch mehr von dem Schrott. Also das ist ein Kniff, der Robin Hopp hier sehr, sehr gut gelungen ist. Ja, ich freue mich auf die nächsten Bände. Ich werde euch die nächsten Bände, die Tochter des Raben und die Tochter des Propheten und die Tochter des Wolfes natürlich auch vorstellen, sobald ich sie gelesen habe. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen. Euer Dominik Schmeller.